Ja, guten Abend zusammen und Rick, Gratulation für die 3 Punkte. Sehr hart erkämpfte 3 Punkte. Eigentlich haben wir einen guten Start gehabt. Wir haben den Start gehabt, das wir wollten. Unsere Führung ist nicht zu lange geblieben. Wir haben 3 schnelle Tore abgegeben und das hat schon wehgetan. Die Jungs haben sehr hart gearbeitet, muss ich sagen. Normalerweise sage ich nichts über die Schiris, aber es tut mir leid, das war heute nicht gut von den Schiris. Das hat mit unserer Niederlage nichts zu tun. Ich hoffe, dass die das anschauen. Ich hoffe, dass jemand die verantwortlich hält, weil das war von den Linienrichter 2x3 gegen 1, wurde abgepfiffen von einer Abseits, das nicht war. Hohen Stock, wir schießen die Scheibe raus, hohen Stock hält die Scheibe rein. Und das ist unakzeptabel. Ich habe einen Chef, der hält mich verantwortlich. Rick, der hat einen Chef, der hält ihn verantwortlich für seinen Job. Und ich finde, die Schiris müssen auch verantwortlich für ihren Job. Und die können damit nicht zufrieden sein. Das geht gar nicht. Das ist nicht der Standard von unserer Liga. Und wir erwarten mehr. Ja, immerhin, ich fand ein sehr spannendes Spiel und ich wünsche Krefeld, Rick, sein Team alles Gute weiter. Sehr, sehr stark gespielt heute und nochmal gratuliere. Lieben Dank, Jeff Tomlinson, Rick Adduono, Ihr Statement zum Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Heute, ich bin glücklich. Unsere Fans sind sehr wichtig. Für die Mannschaft kommt zurück und 2-0 Führung für Berlin und für unsere Mannschaft zu kämpfen und kommt zurück ist unglaublich und Duba war stark. Wir haben 4 Reihen in der ersten Drittel, 4 Reihen in der zweiten Drittel und in der dritten Drittel mit Verletzspieler und Krankspieler 3 Reihen gegen 3 Reihen und it was good camp by beide Mannschaft in the drittes Drittel. And immer Jeff Berlin Mannschaft is schneller passen, schneller Schritt zu laufen, Verteidiger immer Druck. Und das ist schwer, Mannschaft zu spielen gegen. So, für 3 Punkte heute immer. Dankeschön, unsere Fans, unglaublich für helfen der Mannschaft. Und wir haben ein schweres Spiel gegen Mannheim Freitag. So, alles gut. Und Jeff, vielen Glück mit Team Canada. Jeff ist der Chef-Trainer für Team Canada in der Deutschen Cup. Und das ist ein Job, ich würde lieber, aber junger Trainer. Und alles klar. Gut, Jeff. Und ich unterstütze Jeff, ist ein sehr guter Trainer. Gut, Rick Adduono folgt dann nächstes Jahr beim Deutschen Cup als Trainer. Auch nochmal ein Riesendank an die Fans auf beiden Lagern. Das, was die Eisbären Fans und natürlich auch die Fans der Pinguine, die heute gebracht haben, auch gemeinschaftlich Stimmung zu machen, war sensationell und da auch nochmal lieben Dank zu.